Willkommen zurück bei HomeTech. Es ist schon wieder ein Monat rum, das heißt, wir gucken auf die Zahlen vom Juli 2023. Wie viel hat das Balkonkraftwerk und die Nachteinspeisung gebracht? Los geht's. Den Juli kann man eigentlich so zusammenfassen: stark angefangen und stark nachgelassen. Ihr werdet es mitbekommen haben. Es regnet hier seit gut 10 Tagen einfach nur durch und der August startet genauso verregnet. Wir springen direkt rein in die Zahlen. Für den Juli 2023 sehen die Zahlen wie folgt aus. Ich habe euch links wie immer die Tageswertetabelle mit reinkopiert. Wer da die Details sehen möchte, am besten kurzes Video pausieren. Und ansonsten in Summe hat das Balkonkraftwerk 65,93 Kilowattstunden produziert. Die Nachteinspeisung über die AC200 Max hat 53,24 Kilowattstunden betragen. Das heißt, wir haben eine Gesamtproduktion von 119,17 Kilowattstunden. Ein bisschen was verschenkt habe ich natürlich auch, wie immer, und zwar 7 Kilowattstunden. Das heißt aber auch, ich habe 117 Kilowattstunden selbst verbraucht, was eine Eigenverbrauchsquote von stolzen 94% macht, was ich persönlich ganz cool finde. So, gemessen an meinem aktuellen Strompreis habe ich damit im Juli 2023 40,33 € gespart, und zwar real gespart. Hier wie immer die Grafik, im Vordergrund die blaue Grafik ist die reine Produktion vom Balkonkraftwerk und im Hintergrund aufgesetzt die graue Grafik ist die Gesamteinspeisung inklusive der Nachteinspeisung mit der Blue Yeti AC200 Max. Und man sieht auch schön, so ab Mitte Juli fängt das Ganze so langsam an zu kippen und wird immer weniger. Sieht man dann auch auf der ersten Folie, wenn man sich die Tageswerte anguckt. Es hat immer mehr geregnet, der Himmel wurde immer grauer und so sieht es dann aus. So. In Summe, für das Jahr 2023 sind wir Stand 1. August, haben wir eine Gesamtproduktion vom Balkonkraftwerk von 379 Kilowattstunden. Wir haben die Nachteinspeisung bei knapp 279 Kilowattstunden. Das heißt, wir haben eine Gesamtproduktion von 658 Kilowattstunden. Verschenkt davon habe ich 53 Kilowattstunden, das ließ ich nicht vermeiden. Was aber auch wiederum heißt, selbstverbraucht davon habe ich 605 Kilowattstunden mit einer sehr guten Eigenverbrauchsquote von 92% overall gesehen. Sowohl beim Balkonkraftwerk als auch der Nachteinspeisung. Extrem guter Wert, wie ich finde. Und das heißt, ich habe aktuell eine Gesamtersparnis von 217,55 € für das Jahr 2023. Und damit liege ich persönlich auch so auf meiner Zielgeraden, wo ich eigentlich mal von ausgegangen bin, dass wir da auch landen. Damit sind wir auch schon wieder fast am Ende von diesem kleinen Video. Das waren die Zahlen von Juli 2023. Die Jahreswerte blende ich euch hier gerade nochmal an der Seite nochmal komplett irgendwo mit ein. Die letzten 10, 12 Tage im Juli waren natürlich sonnentechnisch ein bisschen für die Füße. Der August startet genauso beschissen, machen wir uns nichts vor. Aber an der Stelle ist es, wie es ist. In Summe bin ich dennoch zufrieden und ich liege auch so auf Plan mit der Erwartungshaltung, die ich selbst daran hatte. Das passt soweit. Die ganzen Komponenten sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt, sowohl von SunPower4U, Shop für Balkonkraftwerke, als auch die ganzen Komponenten für die Nachteinspeisung. Guckt mal rein, wenn es euch interessiert. Und ansonsten würde ich sagen, wir sind soweit durch. Wir sehen uns natürlich wieder in 4 Wochen mit den Zahlen vom August. Und an der Stelle wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.